Ich treffe hier Thomas Blösel. Schönen guten Tag, grüß Gott. Du bist Stadtratskandidat für den Stadtrat in Fürth, Bayern. Korrekt, richtig, ja. Fürth ist eine ganz interessante Stadt. Ich bin Nürnberger. Diese Animosität Nürnberg-Fürth geht an mir vorbei. Wirklich? Ja. Bist entspannt? Da bin ich völlig entspannt, weil ich komme aus Hessen. Und diese Historie, die kenne ich nicht. Ich stehe immer daneben und wundere mich. Ja, genau, ja. Ja. Du möchtest in den Stadtrat. Richtig. Du willst die Geschicke der Stadt. Richtig. In die Hand nehmen. Mein Motto für Fürth. Also ich möchte gerne die Stadt aktiv unterstützen. Ich denke, wir haben in Fürth ausgeprägtes Miteinander, auch über die einzelnen Fraktionen. Also es ist ja hier nicht wie in der Bundespolitik oder darüber hinaus ein Hauen und Stechen, sondern es geht eigentlich zum Wohl der Stadt. Der Stadt. Ja. Und da möchte ich mich halt gerne mit einbringen. Sehr schön. Ja. Erlebst du, dass dein Glaube Raum hat in der Politik? Ja, in jedem Fall. Also gibt in jedem Fall mir Halt. Und ab und zu, in diesem doch schwierigen, wenn auch ehrenamtlichen Geschäft, auch Zuversicht. Und ja. Man hat das Gebet? Das Gebet, den Raum, die Stille und ab und zu auch den Rückzug, den man natürlich auch braucht. Und wo man sich auch Hilfe holen kann. Richtig. Die Stadt Fürth hat einen Gebetskreis, wo sich der Stadtrat Gebetsunterstützung holt. Das ist vorbildhaft, finde ich ja. Finde ich auch. Und ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit natürlich wichtig. Ja. Ich meine, in einer Zeit, wo Werte immer mehr verfallen und die Leute natürlich auch suchen, finde ich das natürlich bemerkenswert und auch eine gute Sache. Ja. Ja, und euer Oberbürgermeister, der steht dahinter. Der ist jetzt von der anderen, der ist von der falschen Partei. Nein, der ist von ist der er anderen nicht, Partei. Ja. Genau, demokratische Partei, macht einen guten Job. Ist sehr beliebt. Sehr beliebt, bürgernah. Sehr integer. Ja. Ein guter Bürgermeister. Ja, kann ich auch unterschreiben. Ja. Ja. Auch ein fleißiger Mann. Du bist heute hier in Nürnberg. Ja. Tag der Einheit. Man hat mich über die Stadtgrenze gelassen. Ja. Was hat dich hierher gezogen? Ja, ich wollte es alles einmal miterleben. Habe natürlich eine Einladung bekommen über den Bill. Fand das ganze Thema natürlich spannend, interessant und wollte mir jetzt hier vor Ort auch mal live mit dabei sein. Ja. Ja. Du persönlich bist gegründet im Glauben? Ja, also ich bin evangelisch getauft, gehöre der evangelisch-lutherischen Landeskirche an, habe meine Heimatkirche in Fürth, St. Martin, bin auch aktiv im evangelischen Arbeitskreis der CSU auf Landesebene und auf Bezirk und bringe auch da mich gerne ein. Ja, deine Frau ist auch in der Politik? Ja. Das heißt, ihr werdet vielleicht demnächst gemeinsam gestalten? Unter Umständen, also ja, genau. Auf verschiedenen Ebenen? Auf verschiedenen Ebenen, natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, richtig, und ich würde mich gern regional natürlich einbringen, ja. Ja. Thomas, ich wünsche dir alles Gute für den Wahlkampf. Da bedanke ich mich bei dir. Ich wünsche euch auch alles Gute und tolle Sache, was ihr hier veranstaltet. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Thomas. Bedanke mich. Das war jetzt ein bisschen doof.